Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient? Kurz vorm Abitur, als ich bei der Papierfabrik Schöller gearbeitet habe, um mir meinen Führerschein und das erste Auto zu finanzieren. Da habe ich 6 Wochen in den Sommerferien bei Schöller gearbeitet. Was ist Ihre unangenehmste Erinnerung an die Schulzeit? Mein damaliger Mathelehrer in der Mittelstufe, so Klasse 8 bis 9, der konnte selber nicht vernünftig Mathe erklären und ich habe es auch nie verstanden, wurde später allerdings dann besser. Wenn jemand sagt, Osnabrück ist ein piefiges Provinznest, wie reagieren Sie? Dann lade ich ihn nach Osnabrück ein, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Welche Musik läuft zurzeit in Ihrem Auto? In der Regel NDR 2, das Beste am Norden. Sie bauen mit jemandem ein IKEA-Regal auf. Welchen Job haben Sie? Das geht nur alleine, weil den Wutausbruch, den man dann hat, wenn man die Betriebsanleitung nicht versteht und wieder eine Schraube über ist, den mache ich dann lieber alleine, ohne dass ich jemand dabei haben möchte. Welche schlechte Angewohnheit würden Sie gerne loswerden? Ich bin ungeduldig und rede manchmal zu schnell. Wie fanden Sie die letzte Staffel vom Bachelor? Meine Töchter haben sich das angeguckt und ich war immer ziemlich entsetzt, als ich nach Hause kam und warum man sich sowas anguckt. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Ich habe es mir nicht angeguckt. Was sind Ihre Pläne im Fall einer Wahlniederlage? Ich gehe davon aus, dass ich die Wahl gewinne und von daher habe ich über einen Plan B nicht nachgedacht. Was halten Sie von der gendergerechten Sprache? Ich glaube, das sollte jeder selbst entscheiden, wie er und sie spricht. Und ich glaube, das Modell, was Olaf Scholz zum Beispiel wählt, mal den weiblichen, mal den männlichen Begriff zu verwenden, also Feuerwehrmann und anschließend die Polizistin, finde ich eigentlich ganz elegant gelöst. Welche App auf Ihrem Smartphone nutzen Sie am häufigsten? Sie werden lachen, die NOZ. Haha. Danke, Frank.